Gustav Zimmermann. Ich bin ein Enkel von Gustav Klimt. Und den Namen Klimt, den können wir leider deshalb nicht tragen, weil Klimt keine einzige seiner Langzeitgeliebten, möchte ich fast sagen, geheiratet hat letztlich. Deshalb hat keine den Namen Klimt bekommen. Und zum Ausgleich haben all diese Frauen ihren erstgeborenen Sohn mit dem gleichen Vornamen wie Gustav Klimt, eben Gustav genannt. Es gab einen Gustav Unschitzky, es gab einen Gustav Huber und es gab natürlich auch einen Gustav Zimmermann. Mein Vater hat den Vornamen natürlich an mich weitergegeben. Ich nenne mich fallweise Gustav III. Und ich habe auch den Namen an meinen Sohn weitergegeben. Wenn Sie so wollen, wäre das Gustav IV. Und die gleiche Tradition ist bei der Familie Huber eingehalten worden. Die haben natürlich den Namen Klimt auch nicht und deshalb also auch den Vornamen übernommen. Jedenfalls auf alle erstgeborenen Söhne, die es gegeben hat. Der Kuss ist natürlich eine Darstellung, die in vielen Kulturen, das darf man ja nicht vergessen, wenn er international berühmt ist. Der Kuss ist eine neutrale Darstellung, die sicher viele Menschen anspricht, auch in anderen Kulturkreisen als in Österreich, und ist natürlich ein sehr schönes Gemälde, das man entsprechend promoten kann. Man darf ja eines nicht vergessen, die Popularität, das ist ja etwas Menschengemachtes. Trotzdem glaube ich aber, dass es viele Werke gibt, die, er war ja sehr fleißig, er hat ja sehr viel gemalt, dass es viele mehr Werke gibt, die überproportional schön sind und die entsprechend gewürdigt werden können. Mir gefällt ganz besonders die Ausstattung des Beethoven-Frieses, das 1902 in der Wiener Sezession entstanden ist. Das war ja ein Werk, das nicht unbedingt überdauern sollte, das aber dann viel, viel schöner ausgefallen ist, als man eigentlich ursprünglich angenommen hat, und dann war das Interesse riesengroß, dieses Werk sehr wohl zu erhalten. Das Problem war nur, dass das ausgestellt war im Wiener Künstlerhaus, in der Wiener Sezession, nicht im Künstlerhaus, in der Wiener Sezession. Und die Sezession ist ein Gebäude, das der Wiener Künstlerschaft mehr oder weniger gehört, die dort aktuelle Kunst ausstellen wollen, die aber nicht wollen, dass es zum Museum wird. Deshalb hat man Klimt natürlich dann nach dieser Ausstellung gedrängt, dieses Fries wieder wegzunehmen. Das war aber zum Wegnehmen als Ganzes gar nicht unbedingt gebaut. Und es bedurfte entsprechender handwerklicher Geschicklichkeit, diese Holztafeln, die ja aus minderwertigem Holz eigentlich hergestellt worden sind, und dann ist der Verputz aufgebracht und das Graffito entsprechend herausgearbeitet worden. Das war nicht dazu gedacht, nicht dazu gemacht, dass man das wieder weg, als Ganzes wieder wegnimmt. Es ist aber gelungen, das abzumontieren. Da sind aber natürlich Schäden entstanden, und dazu kann man natürlich dann der Erste Weltkrieg, die Wirren der 20er und 30er Jahre, der Zweite Weltkrieg. Dieses Fries hatte ein sehr wechselvolles Geschick, hat seine Eigentümerschaft mehrfach gewechselt. Dadurch ist es auch nicht besser geworden. Es musste immer wieder renoviert und restauriert werden. Und zuletzt
hat man sich jetzt dazu bekannt, dass man es an den ursprünglichen Ort zurückbringen wollte, in die Wiener Sezession. Nur an dem Ort, wo es einmal ursprünglich gehangen ist, dort wollte es die Künstlerschaft nicht haben. Und dann hat man mit viel Geld die Wiener Sezession unterkellert in den 90er Jahren und hat im Keller einen eigenen Raum gemacht, der mit diesen drei Wänden dem ursprünglichen Anbringungsort angepasst wurde. Und jetzt hat dieses Fries endlich einen dauerhaften Platz. Und davor wurde es immer nur irgendwo zwischengelagert und hat natürlich entsprechend gelitten. Sie sollten sich das aber unbedingt ansehen, würde ich sagen. Haben Sie das schon gesehen? Was mir ganz besonders gut gefällt, ist das Palais Stockwerth in Brüssel. Das ist im Privatbesitz und hat natürlich den Nachteil, dass es künstlerisch nicht vermarktet wird. Man kann also nicht so ohne weiteres nach Brüssel fahren und sich das ansehen. Dieses Palais ist überhaupt ein Musterbeispiel exzellenter österreichischer Handwerkskunst um die Jahrhundertwende, 19. zum 20. Jahrhundert, weil da viele österreichische Handwerker mitgewirkt haben bei der Erbauung dieses und Gestaltung vor allem dieses Palais. Und nicht zuletzt hat dieses Fries im Speisezimmer, das ebenfalls aus drei Wänden besteht, Gustav Klimt geschaffen. Dazu kam natürlich noch die räumliche Distanz nach Brüssel. Das hat natürlich entsprechende Zeit auch in Anspruch genommen. Und Klimt konnte nicht allzu oft nach Brüssel reisen, sondern hat mit entsprechenden Anweisungen, Zeichnungen etc. diese Bestandteile dieses Frieses hergestellt und dort ist es dann montiert worden. Es ist eigentlich bedauerlich, dass es nicht so ohne weiteres öffentlich zugänglich ist. Und ich mache mir Sorgen um den Bestand dieses Palais. Wenn da vielleicht der künstlerische Wert nicht richtig erkannt wird, wäre es auch vielleicht denkbar, dass bei der Raumnot, die überall herrscht, und bei dem Wunsch, überall riesige Gebäude hinzustellen, die entsprechende Grundflächen brauchen, hoffentlich sind die so gescheit wie die Stadt Wien mit der Klimt-Villa unter Anführungszeichen hier, dass das entsprechend gewürdigt wird und erhalten wird. Ja, das ist ein Kunstwerk, das so weit über die Gestaltung des Speisezimmers hinausgeht. Meine Großmutter hat Gustav Klimt auf der Josef-Stetter-Straße kennengelernt. Klimt hatte ja, bevor er hierher 1912 in dieses Gartenhäuschen gezogen ist, ein Atelier in der Josef-Stetter-Straße Nummer 21. Als dort ein neues Haus gebaut wurde, 1912, wurde dieses Gartenhäuschen weggerissen und dadurch hat er dann die Notwendigkeit gehabt, sich ein neues Atelier zu suchen und dann ist er eben in dieses Gartenhaus hier, in diesen wunderschönen Garten gekommen. Sieht heute natürlich völlig anders aus als damals. Das war ein riesengroßes Grundstück, wo es in Sichtweite kaum Häuser gegeben hat. Und später ist hier natürlich im Laufe der Zeit immer mehr dazugebaut worden. Es ist ja, darf man nicht vergessen, doch eine ziemlich lange Zeit, die inzwischen schon verstrichen ist. Und
Um jetzt noch einmal auf die Josefstädter Straße zu sprechen zu kommen, da gab es in einer Quergasse, in der Lange Gasse, eine Frauenoberschule. Und die hat meine Großmutter besucht. Und Glimpt dürfte auch, nachdem die Lage dieser Schule nur einige hundert Meter von seinem damaligen Atelier entfernt war, dürfte Glimpt auch zu den Schülerinnen dort. Das waren ja heranwachsende Jugendliche. Das war ja nicht mehr die Grundschule, sondern die waren ja alle schon mindestens 15, 16 oder älter. Ich glaube, dass er dort auch so manches Modell rekrutiert hat. Und Glimpt war bei den Mädchen auf jeden Fall ein Begriff, weil es gab ein berühmtes Schlagwort damals unter den Mädchen: Wenn keiner mehr was borgt, dann gehen wir halt zum Glimpt. Meine Großmutter ist ja, die hat außerhalb des Gürtels, aber in Verlängerung der Josefstädter Straße bei ihren Eltern gewohnt. Die ist natürlich zu Fuß nach Hause gegangen und zu Fuß in die Schule gegangen und hat natürlich in der Josefstädter Straße gelegentlich den Glimpt getroffen. Und sie macht also eigentlich kein Hehl daraus, dass sie darauf aus war, ihn kennenzulernen. Und das hat letztlich dann auch wirklich funktioniert. Glimpt hat sie angesprochen und gefragt, ob sie sich von ihm malen lassen würde. Und so sind die beiden ins Gespräch gekommen, haben sich aber dann, glaube ich, auf viele Monate aus den Augen verloren. Und erst 1898 ist diese Bekanntschaft zu einer Freundschaft und letztlich zu einer Liebesaffäre geworden. Die Großmutter war ganz besonders stolz drauf, dass Gustav Glimpt mein Großvater ist. Und an die ältesten Begebenheiten, an die ich mich persönlich erinnern kann, als kleines Kind, also maximal 4-5-Jähriger, war bei jeder Begegnung mit der Großmutter, wurde früher oder später darüber gesprochen, dass Gustav Glimpt mein Großvater ist und dass ich eigentlich sehr stolz sein müsste über diese Tatsache, zu einem Zeitpunkt, wo ich mir da darunter eigentlich noch gar nicht wirklich was vorstellen konnte, nicht? Weil als 4- oder 5-Jähriger, was hat man da mit der Kunst im Sinne, nicht? Ein Traumgebilde von einem Mann ist ihre Standardaussage. Aber Glimpt hat ja viele Beziehungen unterhalten. Glimpt hat ja nicht wirklich mit diesen drei Frauen zusammengelebt. Am ehesten noch mit der Consuela Huber, denn die war hier in seinem Gartenhaus seine Haushälterin quasi, in sehr jungen Jahren. Und er hat keine geheiratet. Und das haben die also alle sehr bald zur Kenntnis nehmen müssen. Meiner Großmutter gegenüber hat er sich damit herausgeredet, dass er, und das wird zu einem gewissen Grad natürlich grundsätzlich stimmen, ob das aber ein Grund sein kann oder muss, nicht zu heiraten, das ist natürlich eine andere Frage. Die Großmutter hat ja in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt und hatte das große Glück, diesen Herrn Greindl 1931 zu heiraten und hat von seiner Pension dann letztlich gelebt.
Es gibt eine Anekdote zur Entstehung des Beethoven-Fries in der Sezession. Sie dürfen ja nicht vergessen, das war eine Arbeit, die ja Wochen und Monate gedauert hat. Und er musste das in der Sezession an Ort und Stelle machen. Das heißt, an diesen drei Wänden in dem Saal der Sezession wurden Holzgerüste eingezogen, die aber nur den Zweck hatten, diesen Verputz zu tragen. Da wurde minderwertiges Holz dazu herangezogen, weil man ja davon ausgegangen ist, dass irgendwann einmal zerstört wird die Geschichte und auf den Mist kommt. Weil ja gar niemand damit gerechnet hat, dass das eine so tolle Sache wird, die so großen Anklang findet, dass man der Meinung war, na, zerstören kommt doch überhaupt nicht in Frage. Und das hat man aber ursprünglich bei der Entstehung gar nicht gedacht. Und Klimt hat sich bei meiner Großmutter ja sehr rar gemacht. Die haben nie wirklich zusammen gelebt. Ich glaube, dass er so gut wie keine Nacht bei ihr geschlafen hat. Ich weiß es nicht. Aber maximal die eine oder andere Nacht. Er hat ganz sicher nicht mit ihr zusammen gelebt und sie hat auch ganz sicher nicht seinen Haushalt geführt. Und er ist halt gelegentlich auf Besuch gekommen. Und Klimt hat ja eine kleine Wohnung in der Tigergasse, Ecke Josef-Stetter-Straße, gar nicht einmal so weit von seinem damaligen Atelier beschafft, in der sie gewohnt hat. Die war aber klein und bescheiden. Und er ist dort immer nur auf Besuch gekommen. Und wie er an diesem Beethoven-Fries gearbeitet hat, sind auch die Besuche sehr rar geworden, weil er natürlich ziemlich unter Druck gestanden ist, dort das Jahr rechtzeitig und ordentlich fertig zu bringen. Und er war ja ganz sicher ein Tüftler. Wenn das nicht hundertprozentig war, hat Klimt das nicht als fertig angesehen. Und er ist natürlich dort Tag um Tag auf diesem Gerüst oben gewesen und hat dort gespachtelt und gemalt. Und die Großmutter ist des Öfteren in der Sezession aufgetaucht mit meinem Vater an der Hand. Und um ihn richtig einschätzen zu können, es war ja gar nicht möglich, der Großmutter ihn von diesem Gerüst herunterzukriegen. Er ist am Gerüst oben gewesen und hat vom Gerüst hinunter mit ihr gesprochen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er sich ja öffentlich zu diesen Beziehungen, wer es letztlich auch war, gar nie bekannt hat. Und da ist einer seiner besten Freunde, der Egon Bahr, hereingekommen und hat natürlich bemerkt, dass die Großmutter sich unverhohlen für den Klimt interessiert. Und der Klimt ist aber nicht heruntergekommen von dem Gerüst. Und wie der Egon Bahr aufgetaucht ist, hat er die Konversation überhaupt eingestellt. Die Großmutter ist aber nicht weggegangen. Und da ist dem Egon Bahr das offensichtliche Interesse an meinem Großvater bewusst geworden. Und er hat ihr angeboten, naja, er würde den Klimt recht gut kennen. Und wenn sie daran interessiert wäre, ihn kennenzulernen, er könnte das schon vermitteln, nicht? Und die Großmutter hat eigentlich nur still in sich hineingelächelt, hat meinen Vater an der Hand genommen und ist gegangen. Das ist ein sehr großes, 8 Kilo schweres Buch. Ich würde meinen, wenn man über Klimt Bescheid wissen wollte, dann sollte man zumindest auch dieses Buch haben. Die Buchhandlungen
Da werden es nur ganz ausgesuchte eventuell haben. Aber in diesen Shops, in Belvedere oder vor allem hier, wird man dieses Buch finden, solange es noch aufzutreiben ist. Aber ich würde allen, die ein überdurchschnittliches Interesse an Klimt haben, dieses Buch sehr ans Herz legen. Obwohl es eine ganze Menge andere gibt. Das möchte ich auch nicht verschweigen. Ja, es gibt natürlich eine Reihe von Briefen, die Klimt an die Großmutter geschrieben hat. Diese Briefe sind aber in diesem großen Buch abgebildet und dort nachzulesen. Das sind nicht Transkriptionen, sondern das sind die original eingescannte Originalbriefe. Allein schon aus diesem Grund sollte man dieses Buch haben. Heute wird das Gebäude, bei dem wir hier sitzen, Klimt-Villa genannt, obwohl Klimt dieses Gebäude in dieser Form nie gesehen hat, sondern das, was er hier benutzt hat für sein Atelier, war ein kleines Gartenhäuschen in einem zugegebenermaßen riesengroßen, wunderschönen Garten. Heute ist das leider nicht mehr ein so großer Garten, weil rundherum Grundstücke verkauft wurden und immer wieder große Häuser hergebaut wurden. Und in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde da eine Villa drüber gebaut, die natürlich im Laufe der Zeit sehr stark gelitten hat und sehr renovierungsbedürftig war. Und Wien hat sich Gott sei Dank dazu durchgerungen, vor einigen Jahren die Villa völlig neu zu gestalten und in den heutigen Zustand zu versetzen. So schön, wie die heute ist, war die sicher gar nie. Aber wir sind stolz drauf, dass es Gedenkstätte an meinen Großvater gibt. Es ist allerdings so, dass wir das in unserer Familie nicht besonders gefeiert haben bisher. Man kann darüber vielleicht auch der Meinung sein, dass das ein Fehler ist. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, mit Familienmitgliedern anlässlich der Feiern, die hier in der Klimt-Villa zu seinem Geburtstag stattfinden, herzukommen und meinem Interesse am Geschehen dadurch Ausdruck zu verleihen. Der Herr Alakus, der hier der Geschäftsführer ist, der kennt in der jugendlichen Szene, kann man eigentlich nicht mehr sagen, so bei den 20-jährigen Kunststudenten und Interessierten unerhört viele Leute und kann die immer wieder dafür begeistern, dass die hier an solchen Festen teilnehmen. Es wird sicher eine nette Feier werden, ja. Ich bin überzeugt.